So, jetzt baue ich hier mal ein bisschen die Sache noch runter. Jetzt wird die Musik auf einmal leiser. Hallöchen. So, dass das auch ein bisschen nach mehr aussieht als so ein Klotz. So, mal schauen, ob das überhaupt nach was aussieht. Muss man dann mal aus der Ferne mal betrachten. Den Türm habe ich jetzt natürlich vergessen. Müssen wir mal gucken, wie wir die da noch rein integrieren. So. Das sieht momentan hübsch ein Haus aus. Haus von Nikolaus. Ja, so viel dazu. Da muss noch ein Turm mit rein, da müssen wir jetzt hier am Ende noch, müssen wir hier mal ein bisschen abändern hier, da müssen wir hier noch ein bisschen Dach wegnehmen und dann mit dem Turm hochgehen. Ja, das erkennt man das nicht als Kirche oder was. Ich würde mal sagen, hier so mal durchbrechen, dann war ja die Geschichte schon gebaut. Gut, das war im Kreativmodus, sonst da können wir auch noch Änderungen sehr schnell vornehmen. So, ich hoffe, ich habe nicht zu viel Scheiße gelabert, falls doch, verzeiht mir meine Worte. Ich bin auch nur ein kleiner, unwissender Mensch, der nur seine objektiven Ansichten in Sachen sagt. Und ja, ich bin ein ganz dummer Mensch und weiß nichts. Ja. Da gibt es Leute, die viel besser da Sachen zu sagen können. Es haben auch schon andere Leute bessere Sachen dazu gesagt. Und ja, verzeiht mir, wenn ich irgendwas ausgelassen habe oder irgendwie falsch dargestellt habe oder irgendwie. Ja. Nicht gut dargestellt habe. Es tut mir leid. Ich rede halt auch manchmal so ein bisschen wild durcheinander. Da kann es mal sein, dass so ein paar Gesprächsfetzen auch in meinem Kopf durcheinander kommen und nicht so rübergebracht werden, wie ich es eigentlich wollte. Naja. Ich hoffe, es ist irgendwie rübergekommen. Und ja, ihr habt verstanden, was ich sagen wollte, was ich mitteilen wollte, was ich ausdrücken wollte, was ich gemeint habe. Ja. Und da wird's doch langsam besser, würde ich sagen, oder? Also da machen wir hier in der Mitte noch zwei Türme draus, oder ja. Dann passt das besser. Kann man da zwei Türme draus machen? Ja, kriegen wir hin. Die sind zwar dann nicht wirklich von innen besteigbar, aber so, ja. Vielleicht machen wir dann eine Leiter von innen durch. Vielleicht kriegt man das ja trotzdem hin.
Deshalb lassen wir erstmal hier Innenraum frei. Na, nicht so viel Innenraum. So, ziehe ich das Ding mal nach oben. Das nimmt doch langsam Gestalt an, so wie ich es vorgehabt habe. Das hätte ich vielleicht auch um den Stein des Turms nicht ganz hingekriegt. Da habe ich mir vielleicht auch mal zurecht mal die kreativen Sachen zurechtgenommen. Zu Hilfe genommen. Ja, super. Läuft doch alles nach Plan. Dann müssen wir noch den Innenraum gestalten. Ja. Da kommt dann noch ein bisschen Holz rein. Was gehört in der Kirche? Ja, ein Kreuz. Da kommt dann auch noch mit rein. Wenn wir ein bisschen basteln. Eine kleine, aber feine Kirche. Ja, müssen wir noch ein bisschen bearbeiten, aber das ist schon das, was ich mir vorgestellt habe, ungefähr. Und wird es im Kreativmodus eigentlich Nacht oder kann man jetzt hier ewig weiterarbeiten? Ich glaube, es wird Nacht irgendwann. Vielleicht geht es ein bisschen langsamer. Ja, ich sehe die Sonne da hinten schon untergehen. Den Mond auftauchen, wo wir es gerade sagen. Da müssen wir, glaube ich, auch mal gleich ins Bett gehen. Ja, ich würde sagen, die Türme sind auch hoch genug. Fast ein bisschen zu hoch, da werde ich oben noch ein bisschen was abbauen. Hoppala. Verzeihung, da habe ich mich so in mich hinein ein wenig gerülpst. Ja, beide gleich hoch. Da jetzt oben noch was drauf. Nasekratz. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Schnecke gerade. Oder? Ein klein wenig. Eine Mondado-Hommage. Genauso. Bloß, dass es nicht blau ist. So, mal lieber nachten hier. Ja. Hier kommen wir öfters rein. In das Haus. Ja, das sieht doch ja, ein bisschen schmal aus. Könnte länger, länglicher. Aber gut. Dann setze ich auch mal mit dem Granit an. Und mache jetzt das Ganze zu. Ist jetzt nicht so mittelalterliche Kirche geworden, aber ja. Ist halt meine Kirche geworden. Ja, eigentlich meine Kirche, aber eine Kirche für mich, sondern ja, ihr versteht, eine von mir gebaute Kirche, eine von mir erdachte. Es ist ja alles ja ein bisschen Fantasie und deshalb kann es auch so ein bisschen anders aussehen. Ja, hier mal zuhören. Vielleicht kann man dann hier noch was drum bauen, was man halt irgendwie darauf geht, aufsteigen kann, Aussicht genießen kann. Ja, sieht alles ganz schön putzig aus. Sieht ja irgendwie niedlich aus. Da würde ich nochmal nachgucken, wie das ausschaut. Nicht, dass das zu sehr ulkig ausschaut. Nehmen wir das noch weg? Na, nee. Das passt schon so, würde ich sagen. Ja. Das können wir aber so nicht machen, weil sonst sind die Türme zu nah dran.
so nah aneinander. Hier so ein bisschen da rein, ein bisschen Form reinbringen. Na. Das sieht noch nicht ganz gut aus. Sieht ein bisschen nach Pilz aus, aber naja. Eine Pilzkirche. Das dann hier verbinden. Ja. Zwei verbundene Türme. Ist, glaube ich, auch nichts Falsches, oder? Sieht das schlecht aus? Glaube ich, zu dicht aneinander gebaut. Ja. Jetzt sieht es nach Mr. Krebs aus. Klein wenig. Oh Mann. Jetzt versaue ich mir mein Bild, was ich im Kopf hatte. Nein. Nein. Es war auf dem besten Weg, schön auszusehen. Jetzt habe ich den Pilz vor Augen. Ach nein. Jetzt habe ich hier eine Schnecke. Mann. Wir müssen eh noch Fenster rein, aber... Und Granitstufen da irgendwie draus machen, dann sieht es vielleicht interessant aus. Kann man natürlich nicht, wie es ausschaut. Noch roter Sandstein. Das sieht, glaube ich, auch schon ein bisschen besser aus, oder? Und das Ganze mit rotem Sandstein abdecken. Oder mit anderen. Wie wäre es denn mit rotem Sandstein? Suchen wir dann ein Material, was passt. Ziegeltreppe. Steinziegeltreppe. Das mal ausversuchen. Na. Mit der rote Sandstein tut es am besten. Schauen wir uns das mal an, wie das wirkt. Hier so rum. Ja, das sieht doch schon ordentlich aus. Ist hier Sandstein in der Mitte? Ist zwar jetzt nicht ganz das, was wir geplant hatten, aber ja. Man soll auch mal von Plänen abweichen können.
Oh, hier ist ein falscher Stein drin. Wird eh überlegt, aber wollen wir mal genau sein. Also hier mal rum, das könnte eventuell das Problem der verbundenen Türme lösen. Und das geht gar nicht. Ja, aber das trennt die vielleicht ein wenig voneinander. Dachte ich mir zumindest. Es ist zumindest eine Abstufung so ein bisschen was anderes. Es sind Blöcke. Und dann machen wir das noch ein bisschen Time-Raffer-mäßig. Und wir das hier nicht angucken müssen. Komplett. Na. Kommen wir in einem Block jetzt hier noch? Na. Was wurde das denn jetzt hier? Was sollte das denn werden? Na komm. Stufen sind auch nicht so leicht zu setzen, oder? Was soll das werden? Willst du nicht richtig reinsetzen oder was? Mein Gott. Mein Gott, Walter. So, danke schön. So. Den letzten Stein oder nicht? Warum? So, genau. Dann sind die halt so in der Mitte ein bisschen zusammengewachsen, aber ja, kleiner Schönheitsfehler. Ich glaube, das ist die beste Lösung hier. Ein Rotziegeldach. Ja, orange, aber gut. Das sieht dann zumindest ein bisschen feiner aus. Das ist diese blockige Ecke hier. Zurück, das soll ja hier früher die Kirche ein bisschen besser aussehen. So, dann schauen wir mal kurz. Ja, könnte besser, könnte es immer. Vielleicht mal das hier wegnehmen. So viel zu Timelapse. Ja, dann haben wir halt da oben drauf. Na. Mit Zunge. Bisschen. Das muss ich rausschneiden. Ja, kann man glaube ich so machen. Ja, dann gehe ich mal kurz schlafen ins Gasthaus und dann bauen wir mal demnächst weiter. Ich mache gleich eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns im Kreativmodus wieder. Zack. Hier muss gleich noch eine Fackel hin. Haben wir denn noch eine mit dabei? Wir haben noch einige mit dabei. Okay, den Apfel können wir tauschen. Ich mache ulkige Geräusche mit meinen Lippen. Knatsch, knatsch. Trockene Lippen. Nicht Redezweige machen. So, das sieht jetzt noch halb fertig aus. Ja, 100% zufrieden bin ich da noch nicht mit, aber ja, die Verschönerungsarbeiten haben erst begonnen. Dann machen wir hier mal was Vernünftiges draus. Zack, zack.
sieht auch gleich viel gewollter aus. Ja, vielleicht machen wir das dann doch hier an dieser Seite zu. Nee, andersrum. Andersrum. So. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Stecht. Na komm. Ach, diese Stufen hier auch immer. Na komm. Du weißt doch, was ich will. So. Dann geh. Ist hier drüben dann auch noch. Damit es nochmal abgerundet ist, dass das von allen Seiten hübsch aussieht. Mensch. So, zack. Ja, da müssen wir dann noch ein bisschen Fenster reinmachen und das Ganze noch von innen ausgestalten. Aber ich würde mal sagen, so vom ersten Blick her sieht das doch gar nicht so scheiße aus. Da könnte schlechter und könnte besser, aber so scheiße sieht es gar nicht aus. Ja, ich mache eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder. Na dann, bis gleich, bis dann. Ciao, ciao. Ist mein schöner Blick jetzt hier. Kreativmodus von oben aus der schrägen Perspektive. Etwas, was man im Überlebensmodus auch nicht unbedingt kriegt. Das Schaf, das schnuppert schon mal an der Kirche. Ja, so viel dazu. Ich bin in der Aufnahmepause. Bis gleich.